Hallo ihr Lieben, willkommen zu einem neuen Vlog von mir. Ich bin mittlerweile unterwegs. Wir haben jetzt gerade genau 11.25 Uhr. Also es ist wirklich super. Ich hatte es mir heute vorgenommen, rechtzeitig rauszukommen, dass ich keinen Stress habe, jetzt zum Amt zu fahren und einen Parkplatz dort zu finden und so weiter. Es hat heute Morgen nämlich noch angefangen zu schneien, oder es schneit immer noch. Ja, und da ist es ja meistens so, dass alle plötzlich wie bekloppt fahren. Deswegen bin ich Gott sei Dank mit genügend Zeit jetzt rausgegangen. Theoretisch bräuchte ich vom Fahrtweg so zwischen 10 und 15 Minuten, aber ja, dadurch, dass ich nicht weiß, ob ich direkt einen Parkplatz bekomme und generell mit dem Kleinen, mit Kinderwagen raus und so weiter, ist es alles nochmal was anderes. Deswegen habe ich jetzt genau eine halbe Stunde Zeit. Wie gesagt, 25 nach und um 5 vor soll ich halt eben dort sein, weil ich habe mir beim Amt einen Termin extra geben lassen, dass ich einfach nur hingehen muss und sagen muss, ich habe einen Termin und dann komme ich direkt dran. Weil bei diesen ganzen Behörden ist es schrecklich, wenn man ohne Termin hingeht. Das ist einfach eine reine Katastrophe. Also in Großstädten, also man wartet ewig. Meine Mutter war jetzt da gewesen zum Beispiel. Die wollte ja einen neuen Pass beantragen, also mit einem neuen Nachnamen, weil sie ja jetzt geheiratet hat. Sie hat anderthalb Stunden gewartet und letzten Endes dann tatsächlich umsonst, weil sie hatte nur die Kopie von der Heiratsurkunde mit dabei und nicht das Original. Und die wollten das Original und somit hat sie anderthalb Stunden umsonst dort rumgesessen und gewartet. Krass, oder? Ja, und deswegen, ich habe auf jeden Fall alles im Original dabei, seine Passfotos und so weiter. Ich habe mit meinem Freund gestern auch gesprochen, was wir denn jetzt machen. Weil es gibt einmal den normalen Kinderpass, den kriegt man sofort, der kostet irgendwie 13 Euro. Den kriegt man anscheinend auch sofort ausgestellt. Damit kann man innerhalb von Europa verreisen. Genau. Und wenn man einen richtigen Reisepass haben möchte, sprich, dass man weltweit reisen kann, dann kostet das Ganze 37 Euro und man muss irgendwie 3-4 Wochen warten. Also ist jetzt auch überhaupt kein Akt normalerweise. Also bei Erwachsenenpässen muss man irgendwie zwischen 6 und 8 Wochen, also bis zu 8 Wochen auf jeden Fall, auf die Dokumente hier warten. Ja. Genau, und wir haben jetzt uns entschieden, dass wir ihm einen richtigen Reisepass machen, weil wir eben, es ist alles noch nicht so ganz genau raus, was dieses Jahr, ob wir dieses Jahr noch irgendwo hingehen oder nicht und so weiter. Also eigentlich war geplant gewesen, dass wir nach Bosnien ja zu der Hochzeit fahren, das auf jeden Fall, und dass wir dann danach mit meiner Schwester und so, dass wir einfach noch mal ein paar Tage in Kroatien am Strand dranhängen, weil wir schon mal dort in der Nähe halt eben sind und sich das dann auf jeden Fall rentieren würde. Ja, das funktioniert jetzt allerdings nicht so wirklich was. Also da haben uns manche Arbeitgeber einen Strich durch die Rechnung gemacht und da sind einige Termine dazwischen gerutscht, weswegen wir tatsächlich jetzt nur ungefähr eine Woche nach Bosnien fahren, für die Hochzeit, für Junggesellenabschied und Vorbereitung und so weiter dort zu helfen und dann auch wieder zurückfahren. Ja, und ja, mein Freund vermisst aber Strand und Meer. Er war halt eben jemand, bevor jetzt Lias kam, der ungefähr 5-mal im Jahr verreist ist. Also ihm war wichtig Reisen, das war so sein Goal. Und er ist sehr viel verreist. Also wie gesagt, 4-5-mal im Jahr auf jeden Fall und auch wirklich so krasse Reiseziele. Also nicht so innerhalb Europas auch ab und zu mal, aber auch wirklich weit weg. Wirklich Amerika und Asien und was weiß ich was. Also der ist sehr viel gereist und das ist ja, das ist jetzt für ihn so, ja, er kann halt nicht jetzt einfach mal sagen, ja, ich gehe jetzt mal 3 Wochen allein in Urlaub, ja. Ich meine, wir können es mit dem Kleinen natürlich auch machen, aber man hat ja trotzdem nochmal ein bisschen andere Reiseziele mit einem Kleinkind, beziehungsweise sogar mit einem Baby, als wenn man jetzt, ja, einfach nur alleine oder als Paar verreisen würde. Ich denke, das ist ganz klar. Ja, deswegen. Er vermisst es auf jeden Fall. Ich würde es auch gerne machen, aber dieses Jahr steht halt sehr, sehr, sehr viel an. Und deswegen wissen wir nicht, wie wir es zeitlich irgendwie hinbekommen. Das ist so das Ding. Ja. Müssen wir mal halt schauen. Und deswegen, falls wir uns dann doch spontan entscheiden sollten, dadurch, dass er ja auch in der Branche arbeitet und jederzeit sagen kann, okay, nächste Woche fliegen wir jetzt irgendwo hin. Und dadurch, dass ich ja eben
ja, keinen richtigen Arbeitgeber habe und jederzeit verreisen kann und Elias ja sowieso und es ja nur von ihm abhängig ist und wenn er dann sagt, ja, nächste Woche fliegen wir jetzt irgendwo hin, dass wir dann nicht darauf achten müssen, dass Elias keinen Reisepass hat. Also das soll halt eben dann nicht im Wege stehen und deswegen haben wir uns entschieden, dass wir den richtigen Reisepass machen. Ob wir den jetzt nutzen oder nicht, egal, aber ich beantrage jetzt einfach mal den. Genau. Ja, und ansonsten, wie ihr sehen könnt, ich habe meine Haare immer noch nicht gefärbt. Es ging einfach nicht gestern. Also das war einfach... Mein Freund kam zwischendurch, zwischen Arbeit und zwischen seinem Treffen mit seinen Jungs nochmal kurz nach Hause. Und da habe ich dann schnell mal so Sachen gemacht, dass ich mal abgespült habe und die Wäsche gemacht habe. Und einfach mal so Sachen, wozu ich einfach den ganzen Tag nicht gekommen bin, weil dieser Junge einfach nur auf mir drauf liegen wollte die ganze Zeit. Und jedes Mal, wenn ich ihn weggelegt habe, hat er gebrüllt. Habe ich euch ja gestern schon gesagt. Also mein Freund hat dann auch ein paar Mal versucht, ihn hinzulegen. Keine Chance. Keine Chance. Also, ja, der hat gestern sehr viel Körpernähe verlangt. Regelrecht verlangt war das schon. Ja, deswegen kam ich leider nicht zum Haare färben und heute ist es so eine Sache. Ich muss, also mein Freund kommt um 3 Uhr nach Hause extra, macht früher Feierabend, dass ich um spätestens, aller spätestens 3.15 Uhr, 3.30 Uhr losfahren kann, weil ich habe um 4.30 Uhr meinen Termin. Theoretisch ist es eine Strecke von 20 Minuten, theoretisch, aber es ist eine Strecke, wo immer Stau ist. Aber so richtig Hardcore-Stau. Das war unter anderem auch die Strecke, wo ich immer zu diesem Krankenhaus fahren musste, wenn der Elias ein Frühchen geworden wäre. Da habe ich euch ja auch schon oft mal mitgenommen in so Autolaber-Vlogs, dass einfach die Strecke immer übertrieben voll ist. Es ist egal, ob man um 7 Uhr morgens fährt oder um, was weiß ich, Pizza nur nachmittags oder um 8 Uhr abends. Es ist völlig Wurst. Es ist immer Stop and Go. Und zwar eine Strecke, die, wenn man durchfahren würde, vielleicht 5 Minuten dauern würde. Maximal, maximal. Und man ist dort immer Minimum eine halbe Stunde unterwegs. Locker. Und ich muss genau durch diese Strecke durch. Richtig ätzend. Ja, und dann weiß ich halt auch nicht, wie es mit den Parkplätzen aussieht. Deswegen fahre ich locker eine Stunde vorher los. Für eine Strecke, die normalerweise, sagen wir mal, so 15 bis 20 Minuten dauert. Ja, das ist das Stadtleben, Leute. Zumindest Großstadt. Es geht mir mittlerweile richtig auf den Keks. Aber vom Feinsten. Naja, genau, und das Ding ist halt einfach, ich weiß jetzt nicht, wie schnell ich jetzt wieder zu Hause bin. Theoretisch, von den Uhrzeiten her, könnte ich es schaffen, meine Haare zu färben. Der Elias ist eigentlich heute so okay drauf, also er ist gut drauf, aber er will trotzdem immer noch so ein bisschen sehr viel Körpernähe und mag nicht unbedingt alleine schlafen. Deswegen weiß ich es nicht, ob ich es hinbekomme, dass er später vielleicht mal noch, ja, je nachdem, wann ich zu Hause bin. Ja, wie gesagt, um 2 Uhr habe ich den Termin und spätestens 3.15 Uhr möchte ich los. Ich hoffe, dass ich jetzt von diesem Termin spätestens um 1 wieder zu Hause bin. Ich könnte es theoretisch schaffen. Das Ding ist, was ich euch noch gar nicht erzählt habe, glaube ich. Ich habe euch ja gesagt, dass ich dieses Tattoo hier vorne weglasern lasse. Und ich lasse mir noch eins weglasern. Und zwar, das ist hinten am Nacken ein Buchstaben. Ich habe euch ja schon mal ein Tattoo-Video abgedreht. Ich habe euch ja meine ganzen Tattoos schon gezeigt und so weiter. Wenn es euch näher interessieren sollte, dann schaut da gerne vorbei. Auf jeden Fall habe ich da auch ein kleines und das möchte ich auch weghaben. Das war eigentlich mal ein Anfang von einem groß geplanten Tattoo. Also ich wollte mir eigentlich mal Engelsflügel und was weiß ich, was alles mögliche, relativ viel auf dem Rücken, auf dem oberen Rücken machen lassen. Das möchte ich nicht mehr und ich bin froh, dass ich es nicht gemacht hatte. Ja, und deswegen, ja, das wird auch noch weggemacht. Also das ist jetzt auch nicht sonderlich groß, es ist auch nur ein Buchstabe mit, es ist ganz schön warm hier drin. Das ist auch nur ein dünn gestochener Buchstabe, der ist vielleicht so groß, ungefähr. Jetzt nicht allzu klein, aber ich lasse es halt gleichzeitig wegmachen, wenn ich schon mal dabei bin. Und da ist das Ding, das sitzt halt wirklich im Nacken. Und da habe ich halt Angst, dass wenn ich jetzt
die nächsten Tage meine Haare färben möchte, dass ich da vielleicht irgendwie dran komme. Entweder vom Färben her oder vom Haarewaschen her und so weiter und so fort. Ja, das heißt, wenn ich es jetzt zwischen diesen zwei Terminen nicht schaffe, meine Haare zu färben, dann werde ich es wahrscheinlich so machen, dass ich wirklich nochmal eine Woche oder so warte. Zumindestens. Ach Mann, ich wurde gerade geblitzt. Das kann doch gar nicht sein. Hier fängt doch erst die 30er-Zone an. Ja, deswegen, wenn ich es einfach zwischen diesen zwei heutigen Terminen nicht schaffe, meine Haare zu färben, dann glaube ich, warte ich einfach nochmal eine Woche, bis das dann so grob verheilt ist. Beziehungsweise werde ich einfach später die Dame fragen, die das macht, wie lange da kein Wasser dran darf. Wie lange ich aufpassen muss, auch beim Haarewaschen und so weiter, werde ich sie einfach mal fragen. Wenn ich es... Das ist echt... blöd. Ich glaube, ich muss, wenn ich es nicht schaffe, wenn ich merke, ich schaffe es nicht mit den Haare färben, dann muss ich wenigstens mal schnell meine Haare waschen, dass ich wenigstens mal 2-3 Tage meine Haare nicht waschen muss mit dem frisch Gelaserten dann da hinten. Das ist ja sonst echt irgendwie doof. Joa. Ah Gott, ich stehe hier schon wieder gerade voll im Stau. Und Leute, der Tag hat eigentlich gut begonnen, aber ich wurde gerade geblitzt. Und zwar an einer ganz komischen Stelle, und das muss ich jetzt später auf den Rückweg nochmal checken. Und zwar, wenn man von einer Schnellstraße runterkommt, stehe ich erstmal vor einer Ampel und dann biege ich ab. Und dort ist eine ganz normale 50er-Zone. Und dann beginnt irgendwann mal die 30er-Zone, da ist auch das 30er-Schild. Und als ich gerade abgebogen bin und gefahren bin, war ich dann vielleicht bei 43, 44, also irgendwas... unter 45 auf jeden Fall. Und ich bin mir eigentlich relativ sicher, dass das eine 50er-Zone ist. Weil erst ungefähr, keine Ahnung, wie viele Autos vor mir dann noch, mindestens so eine Länge von 4-5 Autos, 6 Autos, hätte erst die 30er-Zone begonnen. Und ich wurde definitiv in der 50er-Zone geblitzt. Ich bin gespannt. Das Lustige ist, ich habe das gerade tatsächlich auf Video. Gar nicht so verkehrt, würde ich mal sagen. Also man sieht jetzt zwar nicht wirklich viel, aber man kann das ja dann abschätzen. Ich glaube, es hackt. Ganz ehrlich. Okay, ich bin wirklich gespannt, weil das war ein Blitzer, den kenne ich. Der steht hier normalerweise auch sehr oft in dieser 30er-Zone, weil die relativ lang ist, diese 30er-Zone. Und... deswegen, ich fahre hier auch immer ordentlich oder ich fahre generell, wenn ich in 30er-Zonen komme, stehen in Frankfurt einfach sehr, 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 sehr viele Blitzer rum in 30er-Zonen. In anderen Zonen nicht unbedingt, aber 30er-Zonen, die sind wirklich strange. Die übertreiben wirklich regelrecht. Ja, deswegen, ich muss das auf dem Rückweg nochmal kurz checken. Aber ich bin mir wirklich zu 99% sicher, dass das noch eine 50er-Zone ist und die 30er-Zone erst da anfängt, wo auch das Schild anfängt. Ich bin mal gespannt. Ich muss die Strecke nochmal fahren, weil auch bei mir hier im Auto wird wirklich punktgenau angezeigt. Also oben habe ich hier so ein, wie die Schilder, also so roter Kreis. Und in der Mitte steht dann halt wirklich, wie viel km/h man fahren darf. Und das ist wirklich punktgenau. Wenn ich ein Schild neben mir habe, was dann auf einmal umschwenkt in 30er, dann steht da auf einmal direkt 30. Das ist wirklich punktgenau. Das ist richtig krass. Das ist sehr sinnvoll, gerade wenn man einfach in fremden Ortschaften unterwegs ist und nicht ganz genau sich hundertprozentig sicher ist. Es gibt so viele Ortschaften, die wirklich geizen mit Nummernschildern und wo man nicht hundertprozentig weiß, ist jetzt 50 erlaubt, ist jetzt doch wieder 70 oder keine Ahnung was. Das ist immer so eine Sache und hier zeigt es ganz genau an. Weil das mit den aktuellen Maps und mit dem Internet verbunden ist. Von daher aus, das muss ich mal später checken und ich hoffe sehr, dass ich recht habe. Weil, oh Gott, ich weiß nicht, Leute, ich weiß nicht, wann ich das letzte Mal geblitzt wurde, gell? Das ist schon ewig her. Das ist schon ewig, ewig her. Und es gab auch nur ein einziges Mal, also ich habe meinen Führerschein tatsächlich, seitdem ich 18 bin. Und Leute, ich bin 31. Also, es sind sehr, sehr, sehr viele Jahre und ich wurde tatsächlich nur einmal so, also ich wurde, glaube ich, schon 2-3 Mal in der 30er-Zone geblitzt, bin ich ganz ehrlich. Und das sind dann auch manchmal so Sachen, da bist du dann irgendwie 33, 34 gefahren. Also ich bin auch nie geblitzt worden.
dass ich irgendwie auf einmal 50 drauf hatte oder keine Ahnung was. Also großartige Bußgelder oder sowas zahlen musste, hatte ich noch nicht gehabt. Außer ein einziges Mal. Boah, ich erzähle euch hier voll die schlimmen Sachen, gell? Ein einziges Mal wurde ich geblitzt. Und zwar war das auch auf einer Schnellstraße. Da ist 100 erlaubt gewesen. Und die haben mich tatsächlich, ich glaube, mit 140 oder 150 geblitzt. Ja. Und ich hatte da tatsächlich, ich musste richtig viel Asche zahlen. Also ich hatte wirklich eine, das war ein guter Geldbetrag, den ich da zahlen musste. Und habe auch ein paar Punkte und so weiter kassiert. Das ist überhaupt nicht witzig. Allerdings habe ich einen richtig guten Grund. Und zwar war ich gerade auf dem Weg zur FH und ich hatte damals eine richtig wichtige Klausur. Eine richtig wichtige Prüfung. Und ich hatte, das war eine Mischung zwischen verschlafen, zwischen ich stand extrem lange im Stau und irgendwie jede Ampel war davor rot und was weiß ich. Und dann bin ich auf diese Schnellstraße gekommen und habe einfach Gas gegeben. Und ja, letzten Endes muss ich sagen, klar ist es nicht richtig schnell zu fahren, um Gottes Willen will ich überhaupt nicht irgendwie was positiv reden. Allerdings muss ich sagen, wenn ich nicht so schnell gefahren wäre, wäre ich nicht pünktlich zu meiner Klausur gekommen. Und unsere Professorin oder zum Beispiel zumindest dieser Professor war sehr streng, was das zu spät kommen betraf. Wirklich bei Klausuren, wenn man über 10 Minuten oder 5 Minuten zu spät kam, hat er einem nicht mehr zugelassen. Der hat dann gesagt, nein, so von wegen Pech, ja. Also das war schon krass gewesen und deswegen bereue ich es in Anführungszeichen nicht, weil mir einfach in dem Moment meine Klausur und das Mitschreiben dieser Klausur und das Bestehen dieser Klausur wichtiger war als dann diese paar hundert Euro und Punkte und keine Ahnung was. Also das ist natürlich nicht gut, also bitte nicht falsch verstehen, um Gottes Willen. Es war mein Fehler, dass ich da irgendwie... Ja, dass das alles so passiert, was heißt, war mein Fehler. Also manchmal steckt man nicht drin, gell? Da denkt man echt irgendwie, der Teufel sitzt einem im Nacken so in etwa, weil plötzlich alles schief geht und jede einzelne Ampel wird rot und alles irgendwie, dann fährt noch ein langsamer Lastwagen vor einem und was weiß ich. Also es gibt ja manchmal so Tage, wo man echt denkt, irgendwer will mich doch gerade veräppeln. Warum brauche ich gerade für eine Strecke, die normalerweise 10 Minuten dauert, auf einmal eine halbe Stunde, obwohl kein großartiger Stau oder sowas jetzt ist. Also das will ich nicht darauf schieben, sondern wirklich um so andere Einflüsse einfach. Ja, und das war an diesem Tag so. Und wie gesagt, hätte ich nicht Gas gegeben, wäre ich wirklich richtig zu spät gekommen und dann hätte ich die Klausur nicht mitschreiben dürfen. Und das wäre gar nicht gegangen. Joa. Also das war gerade mal eine klitzekleine Storytime-Geschichte von mir, die zwar nicht unbedingt nice ist und absolut keine Vorbildfunktion, ich möchte es auch nicht schönreden, aber ja, ich denke, jeder hat so ein paar Sachen, glaube ich, in seinem Leben, wo man sagt so, das könnte man schwarz markieren, das ist nicht wirklich cool gewesen, nicht wirklich nice. Passiert, ist so, gell, hat, wie gesagt, jeder mal in seinem Leben. So, ich bin jetzt angekommen. Wir haben jetzt genau 43 und ich hoffe sehr, dass ich jetzt sehr schnell einen Parkplatz finde. Das wäre wirklich... Ich glaub's ja nicht. Leute, ich habe direkt hier vor dem Amt einen Parkplatz. Ich glaub's ja nicht. Ich freue mich. Hier ist das Parkplatz und hier ist das Bürgeramt. Wie genial ist das denn bitte? Oh mein Gott, ich habe gerade so ein Glück. Perfekt, wir haben jetzt 44. Ich kann in Ruhe den Lias auspacken und bin definitiv, weil hier vorne ist gleich die Information. Okay, so kriege ich den Lias aber nicht raus. Das ist zu eng. Naja, ihr Lieben, ich würde sagen, ich höre jetzt mal auf zu quatschen und melde mich dann später wieder bei euch. Also bis später. So, ich habe den Reisepass für den Lias. Ich hatte übrigens, sie hat mir jetzt einen richtigen Reisepass gegeben. Also schaut mal, der sieht halt wirklich... Früher gab es, ich weiß ganz genau, das hatten wir nämlich als Kinder auch, gab es so die Kinderreisepässe, bis man, was weiß ich, wie alt war. Das war einfach nur so ein Stück Papier im Prinzip, was ein bisschen härter war und was man einfach nur aufgeklappt hat. Und da war dann der Kinderreisepass, ein paar Daten und das war's. Und jetzt sehen die Kinderreisepässe tatsächlich so aus. Also wie ein richtiger Reisepass mit richtigen Seiten, wo man stempeln kann und so weiter und so fort. Und die hat ihn mir, wie ihr sehen könnt, direkt mitgegeben. Das wurde direkt gemacht, das Bild eingescannt und da drauf gemacht und gestempelt und gemacht und getan. Also so wirklich, wie es auch wäre, wenn ich den abgeholt hätte. Voll krass.
Und das ist trotzdem der normale Kinderreisepass, der für 13 Euro, wo ich gesagt habe, ich möchte ja eigentlich diesen anderen haben. Sie meinte nämlich, mit diesem Pass kann ich auf der ganzen Welt verreisen, außer in die USA. Genau, weil für die USA ist ja sowieso immer so eine Sache, da muss man ja eh immer schauen, wie lange bleibt man da und meistens braucht man sowieso immer ein Visum und keine Ahnung was, also das ist ja sowieso so eine Geschichte für sich, deswegen habe ich mir gesagt, okay, ganz ehrlich, die nächste Zeit oder die nächsten Monate, Jahre ist USA nicht geplant und warum sollte ich jetzt einen Reisepass nehmen weltweit nur wegen USA? Also wenn es dann soweit sein sollte, dann beantrage ich den rechtzeitig und fertig. Hab jetzt nochmal gefragt, extra wegen Bosnien, Kroatien, Pipapo, diese Geschichten, hat sie gemeint, ja, kein Thema, wie gesagt, überall, nur nicht USA. Joa, also super, ich war auch nur, also insgesamt vom Termin her, war ich nur 20 Minuten drin. Ich war halt schon 10 Minuten vorher da und musste dann halt nochmal 5 Minuten länger, also ich habe 15 Minuten insgesamt gewartet, aber das war ja im Prinzip mein Fail, weil ich zu früh letzten Endes dran war. Ja, konnte ich ja nicht wissen, dass ich so schnell auf einmal einen Parkplatz finde. Das war echt mega gewesen. Richtig cool. Und ich bin froh, dass ich so schnell raus war, weil noch ein Auto-Fail für heute. Oh mein Gott. Ich habe in diesem Auto noch keine Parkscheibe. Ich verpeile es total, die ganze Zeit das reinzumachen, weil in meinem alten Auto habe ich 2 Stück mindestens da drin liegen. Und ich habe mir sogar, ich habe gestern Abend noch dran gedacht, weil ich da, wo ich jetzt gerade den Pass beantragt habe, da ist es sehr oft so, dass man also keine Parkgebühren oder so zahlen muss, sondern Parkscheiben hinlegen muss. Genau. Und ich habe mich gestern Abend noch daran erinnert und es sogar extra noch in mein Handy reingespeichert. Und irgendwie habe ich trotzdem nicht drauf geachtet. Ja, und ich hätte jetzt eigentlich da, wo ich gerade gestanden habe, hätte ich nochmal so eine Parkscheibe gebraucht, weil das ist ja direkt gegenüber vom, also direkt die Amtparkplätze. Und da darf man halt nur 2 Stunden parken maximal. Ja, Gott sei Dank ist das Wetter gerade so, wie es ist, weil da sind die Leute oder da sind die ganzen Beamten immer voll, die Strafzettel zu verteilen. Denn da, wo ich gerade war in dem Stadtteil, die schmeißen mit Strafzetteln nur so um sich. Also die sind richtig heftig, was das angeht. Wenn man da keinen, also wenn man da nicht aufpasst, Scheiben beschlagen gerade so. Also dort ist es richtig heftig mit Strafzetteln. Wenn man irgendwo falsch parkt oder irgendwo vergisst, die Parkscheibe rauszuholen oder man hat so schnell einen Strafzettel, das ist echt krass. Und ich dachte mir gerade so, als wenn ich da jetzt wirklich eine halbe Stunde drin bin und rauskomme und wirklich einen Strafzettel habe, nur weil ich es vergessen habe, eine blöde Parkscheibe in mein Auto zu legen, dann kriege ich voll die Krise, echt, als ob das mit dem Blitzer jetzt nicht gelangt hätte. Oh, Katastrophe, echt. Naja, egal. Ja, der Elias war eigentlich ganz, ganz lieb gewesen gerade drinnen. Der hat nur einmal jetzt zum Schluss, hat er keine Lust mehr gehabt, dann hat er angefangen zu quengeln. Dann musste ich ihn kurz rausnehmen. Die haben übrigens gar nicht großartig überprüft, wie er aussieht. Ich hätte jetzt sonst ein Foto von irgendeinem Kind geben können, ganz im Ernst. Die haben gar nicht drauf geachtet. Vielleicht machen die es auch personenabhängig, wer gerade vertrauenswürdig aussieht und wer nicht. Keine Ahnung. Aber die haben jetzt nicht einmal irgendwie so in seine Babyschale reingeschaut, ob das Foto mit ihm übereinstimmt oder was weiß ich, ja. Also rein theoretisch hätte ich da jetzt, weiß was ich, was für ein Kind anmelden können mit seinen Daten sozusagen und was weiß ich, was für ein Kind dann irgendwo über die Grenzen schleusen. Hey, ganz ehrlich, das ist schon krass. Also da sollte man vielleicht ein bisschen besser drauf achten. Wie gesagt, die machen es vielleicht personenabhängig oder so, aber mal wenigstens kurz in die Schale gucken, ob das Bild mit dem Baby übereinstimmt, wäre vielleicht nicht verkehrt. Vor allen Dingen, ich hatte ihn ja rausgeholt, aber ich hatte ihn erst rausgeholt, da waren die schon weg gewesen, da waren die schon am Ausweis machen, also da war schon alles so vorbei. Das war wirklich ganz, ganz, ganz zum Schluss jetzt. Naja, egal. So, jetzt geht's ab nach Hause und ich versuche den Kleinen wirklich jetzt mal hinzulegen, dass ich zumindest jetzt mal schnell meine Haare wasche. Genau, und dann würde ich sagen, ich melde mich später wieder bei euch, wenn ich dann beim Tattoo-Termin bin. Und je nachdem, wie viel ich jetzt beim Tattoo-Termin dann aufnehme, was ich da alles filmen kann, filmen darf und so weiter, entscheide ich dann, ob ich, wenn ich nur ein paar Aufnahmen habe, dann werde ich sie jetzt noch dranhängen. Und wenn es ein paar mehr Aufnahmen sind oder wenn ich danach auch erzähle noch, wie es gewesen ist, wie die Schmerzen sind und so weiter, wenn es zu lange wird, dann werde ich daraus einen separaten, also einen nächsten Vlog praktisch machen. Deswegen würde ich jetzt sagen, entweder bis gleich oder bis zum nächsten Vlog. Wir werden sehen.
Aber ich bin gespannt, ich bin aufgeregt und werde auf jeden Fall fleißig berichten. Also, ja, für mich bis später.